wird Ihnen präsentiert von Dein Messestand. Angebote für Messebau. Das Thema E-Mobilität ist hier bei VW Nutzfahrzeuge auf sehr schöne Art und Weise greifbar. Nämlich mit diesem Bulli oder Bus. Was ist es denn, Herr Steuer? Das ist der ID. Buzz Cargo. Das ist sozusagen ein Prototyp, eine Vision, die wir umsetzen wollen im Jahre 2022, um unsere Kunden natürlich in der letzten Meile oder auch natürlich die Handwerker mit diesem Fahrzeug zu bedienen. Und der soll dann voll elektrisch laufen? Der läuft dann voll elektrisch. Bis dahin ist ja noch ein bisschen Zeit, ja? Muss ich so lange noch mal einen Diesel fahren? Nein. Wir haben jetzt schon die Möglichkeit, seit letztem Jahr den E-Crafter bieten wir an mit 173 Kilometer Reichweite und in einer Stunde ist er auch wieder bei Gleichstrom aufzuladen. Okay, das heißt, wie sieht die Vision für VW Nutzfahrzeuge dann jetzt aus für die nächsten Jahre? Dass wir nächstes Jahr, spätestens Anfang nächsten Jahres mit dem T und natürlich den Caddy auch noch elektrifizieren werden mit einem Partner, die Firma Up, die ist ja bekannt, denke ich mal. Und dann haben wir im Grunde genommen alle Derivate elektrifiziert, damit wir eine Antwort finden auf die CO2-Thematik. Und im Moment ist der Schwerpunkt noch auf der letzten Meile, auf der Kurzstrecke, auf der Stadt. Kriege ich das richtig? Ja, bei den Reichweiten, die wir heute im Ist erzielen, echte Reichweiten, wenn wir 173 angeben, man muss ja immer sehen, nach Fahrverhalten und Fahrprofil, werden wir dann 120 erreichen. Da ist natürlich besonders interessant die letzte Meile oder eben der Handwerker, der im urbanen Bereich unterwegs ist. Prima, bleibt spannend. Vielen Dank. Danke.